Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion und wir sind auf dem Weg zu Kraunos. Wir haben gerade eben Heras gesagt, ich muss hier wieder auf meinen magischen Set, Heras gesagt, dass ein Attentat auf ihn geplant ist. Hoffentlich ist das genug, um ihn vor Schaden zu bewahren. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir machen können bei dem sich anbahnenden Konflikt zwischen Menschen und Iskai. Wir wurden ja schon ziemlich unsanft. Naja, aus der Stadt geworfen ist falsch, aber uns wurde quasi gesagt, wir sollten sie als Menschen nicht mehr blicken lassen. Gucken wir mal, was Kontos dazu sagt. Aber erstmal gucken wir mal, was Meltas Freund dazu sagt. Schließlich hat Meltas uns gesagt, ey, wir sollten erstmal zu seinem Freund gehen. Und da Meltas ein Freund von uns ist, sollten wir uns das zu Herzen nehmen. So, also Meltas Freund war der mit den roten Klamotten in dem Zelt gegenüber. Ich wusste doch, dass einer war. Wenn ich sie jetzt mal anspreche, kommt das Gleiche. Es kommt das Gleiche, okay. So. Da oben ist er. Leider sind Leute manchmal auch. Das ist das. Eindeutig doch ein Weg dazwischen. So. Wir haben zurzeit eine brisante Stimmung hier. Kontos will das Heiligtum von Srilamina besetzen, aber ihr wisst das nicht von mir. Wir stehen ja schon alle hinter Kontos, aber manchmal bin ich mir nicht sicher, ob seine Entscheidungen richtig sind. Die meisten sind davon überzeugt, ich bin es aber nicht. Über die komischen Wesen weiß ich nichts und das Heiligtum gibt es schon, solange ich lebe. Warum soll das plötzlich gefährlich werden? Vielleicht ist das Ganze auch nur vorübergehend. Die meisten von uns stehen jedenfalls voll hinter unserem Anführer. Vielleicht sind meine Zweifel auch unberechtigt. Jetzt muss ich noch etwas Wichtiges sagen. Was denn? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die meisten in unserem Dorf sind schon zum Heiligtum hingelaufen. Wir haben beschlossen, es zu besetzen und das Böse darin zu vernichten. Kontos sagt, dass die Iskai dort mit schwarzer Magie experimentieren. Hoffentlich hat er recht, denn wenn er sich irrt, bedeutet das unweigerlich Krieg. Ich werde auch bald nachkommen und meinen Stammesbrüdern zur Seite stehen. So, ich gucke jetzt mal. Hier ist tatsächlich niemand mehr. Doch, die sind alle noch da, okay. Die waren alle nur nicht im Anfangsbereich. Ach, das ist sogar nur ein One-Use-Item. Okay, noch schlimmer. Sira, kannst du mal bitte eben... Na komm hier, Licht. Das reicht schon. Ich glaube, da muss einfach nur die... die Lichtberechnung einmal abgedatet werden. Und da ist er doch. So, ich speichere mal. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich nehme aber an, dass das Spiel so linear ist, dass man da nicht viel verkehrt machen kann. So. Ihr seid wohl nie zufrieden, was? Naja, im Angebracht der drohenden Gefahr kann ich es sogar noch nachvollziehen, dass ihr schon völlig panisch und verängstigt seid. Was wisst ihr über die Gefahr? Habe ich euch nicht schon erzählt, was wir für Probleme haben? Doch habt ihr. Ja, inzwischen ist das Problem so groß, dass wir unbedingt dagegen angehen müssen. Meine Stammesbrüder sind mir einer Meinung und stehen voll hinter meinem Plan. Was wisst ihr über den Plan? Wir werden tun, was getan werden muss. Wir werden das Heiligtum besetzen und so verhindern, dass die Iskai durch ihre Gebetsstätte noch größeren Schaden anrichten können. Vielleicht werden wir die Magiewerkstatt vernichten müssen, aber das wird sich erst vor Ort entscheiden. Aber das Tabu... Das Tabu werden wir natürlich ignorieren. Beloveno kann froh sein, dass wir ihnen diese Drecksarbeit abnehmen. Wir werden die Städte besetzen, und zwar so bald wie möglich. Das muss einfach getan werden. Bedeutet das nicht einen Krieg zwischen Iskai und Menschen? Hört, ich wiederhole mich nur ungern. Wir müssen das Land retten, bevor die schrecklichen Wesen die Übermacht gewinnen. Und das muss so bald wie möglich geschehen, denn in jeder Stunde wird die feindliche Macht größer. Das hatten wir noch nicht. Die Probleme. Wenn ihr schon danach fragt, ja, warum sollte ich euch nicht davon erzählen? Es gibt wirklich etwas Gefährliches im Norden des Kontinents, ganz in der Nähe des Iskai-Dorfes Srilamina. Ich dachte, er hätte es uns schon erzählt, deswegen habe ich eben ja gesagt, ja. Dort gibt es einen Keller, den die Iskai schon seit Generationen als ihren Besitz und Heiligtum betrachten. Sie halten dort regelmäßig religiöse Zeremonien ab und haben über diesen Ort und dessen Umgebung ein Tabu verhängt. Dieses Tabu wurde auch strikt beachtet. Das war nun die offizielle Version. Und das ist auch das, was die meisten Menschen von diesem Ort wirklich glauben. Aber es ist nicht die Wahrheit.
Die Menschen sind leichtgläubig und sie glauben gerne an das, was sie möchten. Und so kam überhaupt niemand auf den Gedanken, um nachzuforschen, was nun wirklich das Geheimnis dieses Ortes ist. Nun, ich habe es getan. Die Wahrheit ist, dass hier Iskai unter dem Denkmantel einer heiligen Stätte seit langer Zeit... Ich glaube, der hat zu viel übersprungen gerade. Nee, seit langer Zeit da, auf der Suche nach mächtiger schwarzer Magie sind. Sie experimentieren dort mit neuen Kräften, an die selbst ich mich nicht heranwagen würde. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, welche Gefahren so ein Unternehmen in sich birgt und wie leicht so etwas außer Kontrolle geraten kann. Ganz besonders dann, wenn Laienmagier sich an Kräfte heranwagen, die einige Klassen zu groß für sie sind. Aber sie haben es trotzdem getan und die Folgen sind nur allzu offensichtlich. Die Kräfte, die sie gerufen haben, sind übermächtig geworden. Es ist eine völlig unkontrollierte Situation entstanden. Und die vielen schrecklichen Kreaturen, die man mittlerweile in der Nähe der Städte antrifft, sind nur das erste Anzeichen für die ständig wachsende Gefahr, die von diesem Ort ausgeht. Langfristig müssen wir etwas dagegen unternehmen. Auch wenn der Rat von Beloveno noch keine Notwendigkeit sieht, hier einzugreifen, so werden zumindest wir in Kronos nicht tatenlos zusehen. Jetzt wisst ihr über das Tabu, das ist okay, das ist jetzt einfach nur... Was wisst ihr über Magie? Es ist gefährlich, die Geheimnisse der Magie Fremden anzuvertrauen. Ich werde euch diesbezüglich auch keine weiteren Auskünfte erteilen, obgleich ich mich selbst als einen der kompetentesten Lehrer für magische Fähigkeiten halte. Ich hätte, nebenbei bemerkt, natürlich auch nicht die Zeit, euch Magieunterricht zu erteilen. Ich denke, ihr seid auch nicht deshalb gekommen. Was wisst ihr über den Rat? Der Rat von der Gerechten von Beloveno ist einfach lächerlich. Dort wird geredet, aber nicht gehandelt. Wir hingegen handeln. Wir glauben, dass ihr im Rat Verbündete habt. Verbündete? Das ist doch Blödsinn. Ich würde es begrüßen, wenn sich Beloveno und sein Rat in vielen Beziehungen kooperativer zeigen würden. Aber leider ist das nicht der Fall. Ihr dürft nicht alles glauben, was euch die Leute erzählen. Ich habe Feinde, sicher. Es gibt viele Eifersüchtige, die mich wegen meines Erfolges und meines Ansehens beneiden und mir schaden wollen. Aber ihr seid intelligent und werdet ganz sicher unterscheiden können, was Gerede ist und was nicht. Okay, das ist alt. Und das ist auch alt. Gut. Dann sollten wir mal zu diesem Heiligtum gehen. Vielleicht können wir einen Krieg noch verhindern. So. Jetzt müssen wir hier lang, da runter. Jetzt sind wir natürlich hier ziemlich unter Zeitdruck. Und rennen kann ich nicht. Ich kann hier nicht irgendwie, wenn ich Shift gedrückt halte, laufen die nicht schneller. Also wandern die gemütlich durch die Berge in einer Situation, wo wir so schnell wie möglich ankommen sollten. Gut. Auf zum Heiligtum. Das ist dann... Gehen wir hier rum. So, hoch. Und dann kommt man irgendwo hier so durch. Weil wir wollen ja jetzt den Weg hier nach links folgen. Jetzt sind bestimmt die Gegner alle wieder da. Ich sollte vielleicht vorher gegen einen anderen Gegner kämpfen. Das ist ein einfacher Grund. Ich will die Magie wieder haben. Ja, das ist schön. Ich will den magischen Schild wieder haben. So. Mal an. So. Und zwar für alle 6, weil dann kriegt Rainer auch die Erfahrung. Piep, piep. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das hat das tatsächlich damals auf dem DOS-PC auch. Ich nehme an, dass das tatsächlich eine Art Fehlermeldung ist. Quasi um zu sagen, hey, irgendwo im Code ist eine Stelle erreicht, die nicht erreicht werden soll. Oder es ist ein Fehler in der Audiobibliothek. Eigentlich müsste man den Zauber auch hören. Der Sonderfehler vom Zauber fehlt komplett. So, manches Schild hier. Okay, der ist kein Brustschutz, ist gebrochen. Das ist natürlich schlecht. Das ist jetzt ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt.
weil das heißt, dass Drier nur noch den magischen Schild hat quasi. Nee, halt, Escape Brustschutz, das ist Sira, deswegen hat Sira eben Schaden bekommen. Das ist natürlich ungünstig. So, hier anwenden magisches Schild auch noch auf Kunak. Und dann ist Meltas zum Fernkämpfer geworden. So, das ist echt eine gute Kombination. Man hat erst den Schild und dann wirft er einfach die Axt. So. Eben. Ja, das ist Siras Brustschutz, der gebrochen ist. Schade. Weil wir können die jetzt auf dem Feld nicht reparieren und müssen jetzt natürlich auch weiter. Aber Sira, du kriegst den Brustschutz noch repariert. So. Jetzt schauen wir mal, ob die Gegner respawned sind. Ich hätte ja einmal alle besiegt. Natürlich geil, wenn die. Oh ja, die sind tatsächlich. Das ist gut. Mal speichern, weil jetzt nehme ich an, kommt wahrscheinlich der Endkampf oder so. Also nicht vom Spiel, sondern jetzt von dieser Questreihe. Nein. Was sind denn die ganzen Menschen? Ist tabu, okay. Dann haben wir vielleicht noch die Chance, in die Stadt zu gehen. Und die Iskai zu warnen. Ich dachte, die Menschen sind jetzt, wenn die schon unterwegs sind, dann müssten die doch schon. Gut, vielleicht sind die im Heiligtum drin und wir wollen es nur nicht entweihen. Vielleicht kriegen wir auch einfach Erlaubnis, reinzugehen. Wäre natürlich ganz komisch, wenn die Iskai auf einmal ihr Tabu ignorieren würden. Ich muss gestehen, ich nehme die Erfahrungspunkte, ich lasse die ungern verfallen. So. Wenn sich jetzt das Heiligtum nicht als ein ewig großer Dungeon herausstellt, dann würde ich sagen, dass wir einfach die Folge ein Stückchen länger machen. Bis wir durch das Heiligtum durch sind. Wenn das natürlich jetzt ein riesen Dungeon ist, dann kann es gut sein, dass ich irgendwann unterbreche und sage, okay, dann wird's genug. Aber ich werde jetzt erstmal, wenn ich ins Relamina ankomme, werde ich erstmal zum Händler gehen und die Rüstung reparieren lassen. Wenn es geht. Ich könnte jetzt die Kampfgeschwindigkeit erhöhen, dann werden die Texteinblendungen hier kürzer eingeblendet und dann geht es quasi weiter. Aber das hilft auch nicht wirklich, weil dann vergesse ich das später, wenn ich die Texteinblendungen lesen will. Ich gucke da nämlich schon immer drauf, was so da steht. Da steht, wer angegriffen wird, auch wenn uns steht halt auch, ob er verfehlt oder keinen Schaden macht. Das ist teilweise schon interessant. Meistens gehe ich aber einfach oben hin und warte, bis der Kampf zu Ende ist. So. So, eventuell haben wir die Chance, Siras Panzerhandlung zu reparieren. Los. Bleibt der vor mir stehen? Guckt sich mich an oder was? Thank you.
So, jetzt greift jeder einen an. Jeder hat seinen eigenen Warnjak. Nee, die rechts, beiden rechts greifen ihn zusammen an. Die verfehlen sogar ständig gerade. So. Jetzt war schon wieder dunkel. Hier steht 100% 100 Stunden. Oder ich verstehe das mit diesen 100 Stunden nicht richtig. Also den Kampf lasse ich jetzt tatsächlich mal aus. Ich will die Rüstung reparieren. So. Das ist ein gemischte. Oho, hinter der Theke brüllt jemand laut hervor, dass Tom und die Gefährten sofort den Laden verlassen sollen. Das funktioniert also tatsächlich nicht. Was passiert im Gasthaus? Okay, rein lässt man uns auf jeden Fall. Okay, das ist der gleiche Text, den wir schon mal hatten. Gucken wir mal, was hier passiert, wenn ich mit Arim rede. Vermittelt ihr im Konflikt zwischen den Völkern, der wohl bald entstehen wird? Wenn es euch hilft, tun wir das gerne. Das würde uns allen helfen, da bin ich ganz sicher. Es ist immer gut, wenn man ein paar diplomatische Freunde hat, die eine neutrale Einstellung haben. Was wisst ihr über den Konflikt? Momentan gibt es noch keine sicheren Aussagen, aber wenn sich herausstellt, dass Kontos seine Anhänger wirklich davon überzeugt, dass unser Heiligtum gefährlich ist, dann werden sie bestimmt etwas dagegen unternehmen. Und das bedeutet, dass sie entweder unser Tabu verletzen oder sie gehen noch weiter und greifen uns direkt an. Das sind bis alles nur Spekulationen, aber wer weiß, unser Heiligtum ist nicht gefährlich. Leider kann ich euch aufgrund des Tabus nicht beweisen, aber diese komischen Wesen kommen irgendwo anders her. Allerdings muss ich zugeben, dass ich auch noch nicht genau weiß, wo sie herkommen. Wir wissen alle nicht, woher die Wesen kommen. Sie scheinen magischen Ursprungs zu sein, aber die meisten davon trifft man in der Nähe des Heiligtums. Wir haben aber noch nie erlebt, dass sie aus dem Heiligtum kommen. So, ja, wir sollten nicht zu dem Heiligtum gehen. Das Tabu gibt es schon lange. Angriff. Was wisst ihr über Kontos? Ein ganz undurchsichtiger Charakter, ich mag ihn nicht. Okay. Dann gehe ich mal eben her. Speichere nochmal. Denn jetzt wage ich mich in die Gilde rein. Wo letztes Mal das Spiel abgestürzt ist. Nein, ohne zu warten. Ja, viel andere Sachen haben wir hier nicht. Da sind schon ziemlich viele Leute. Ja, vielleicht können wir hier mehr als nur Zaubersprüche lernen. Was wisst ihr über den Konflikt? Darüber weiß ja nicht viel. Das Ritual? Auch nicht viel. Es ist immer noch Gold. Zaubersprüche kennt sie ja alle schon. Okay, wir können das Ding nicht reparieren. Nein, nicht Hauptmenü. Übersichtskarte. Also, der Lichtanhändler lässt uns nicht mehr rein. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. So.
Okay, es kann sein, dass wir jetzt zum Heiligtum müssen. Im Endeffekt geholfen hat uns das eben gar nicht wirklich. Wirklich neue Informationen haben wir nicht bekommen. Das sieht aus, als wenn das der Text ist, den wir bekommen hätten sollen, bevor wir nach Kronos gegangen wären. Irgendwie. So, ich werde jetzt tatsächlich doch ein wenig mehr Eilern enthalten. Die sind ja schon ziemlich stark. Nochmal was an dem Heiligtum ist und wenn da nichts ist, dann rasten wir wieder. Dann muss ich wieder meine Magie einaktivieren quasi. Das ist das Einzige, was wir machen können, ist wieder nach Kronos gehen, gucken, ob die Leute noch da sind. Das ist gerade alles ein wenig komisch. Eigentlich hätten jetzt da Leute sein müssen, weil es hieß, die sind schon losgegangen. Das macht eigentlich keinen Sinn, dass die losgegangen sein sollen und da ist niemand. Ja, dann lassen wir hier jetzt einmal. Das ist echt komisch. Hier ist jetzt wieder so eine Stelle, wo wir wahrscheinlich den Trigger finden müssen. Ich gehe jetzt nochmal zurück, ich rede jetzt nochmal mit den Leuten in Kaunos und dann gehen wir nochmal nach Beloveno. Eventuell müssen wir jetzt erst den Story Arc Attentat weitermachen. Obwohl das alles so super pressing, die sind schon unterwegs und müssen jetzt sofort handeln. Ach, vielleicht kriegen wir ja auch Unterstützung aus Beloveno, dadurch, dass das Attentat verhindert wurde. Tatsächlich weiß ich hier nicht genau, was wir als nächstes machen müssen. Was gut ist. Weil das heißt, wir finden zusammen raus, wie es weitergeht. Das ist so ungefähr die Stelle, bis wohin ich auch ohne zu cheaten gespielt habe. Ich habe dann hier, ich glaube im Heiligtum habe ich dann schon angefangen, diesen, es gibt einen Cheat-Modus und dann kann man mit einer Tastenkombination oder sowas den aktuell markierten Charakter zum Beispiel zum wieder komplett heilen und so Sachen. Das habe ich dann verwendet und ich habe mich, glaube ich, irgendwann auch einfach an eine bestimmte Stelle, also ans Ende teleportiert und nicht mehr wirklich die Dungeons gespielt. Jetzt ist der natürlich gerade weg. Das hätte mir natürlich gut gekommen, wenn der Trainer hier wäre. Reden wir erst nochmal mit ihm, ob er noch eine neue Info hat. Ja, nein, hat er nicht. Der wird auch nichts Neues haben, aber ich probiere es aus. Also, ja, jetzt funktioniert auch hier die Helligkeitsberechnung wieder. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Meine Annahme ist, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass der Kontos der Böse ist. Meine Annahme ist, dass der die Monster erschaffen hat, um einen Krieg zwischen Menschen und Niskelian zu zetteln. Warum auch immer. Das ist dasselbe. Bisher war es immer so, dass die. Dass da tatsächlich dann auch der Lösungstext anders war. So. Dann nochmal ab zurück in die Stadt. So, wie versprochen, werde ich heute etwas länger machen.
So, dann sind wir zurück. Ich habe eben aus Versehen auf Warten gedrückt. Tatsächlich bin ich so dreist und gehe erstmal zum Rüstungsschmied und lasse die kaputte Rüstung reparieren. Nein. Rüstung reparieren geht nicht, aber irgendjemand hier hatte das Angebot zu reparieren. Das werde ich jetzt annehmen. So. Wer weiß, was wir noch in Zukunft finden für Rüstung und so in dem zukünftigen Spiel. Wer hat 2000 Gold? So. Hier war das mit Sicherheit nicht, wenn es der Spielstand. Hier können wir noch sagen, kaufen, verkaufen. Genau. Das müsste hier gegenüber sein. Ein Waffenladen. So, Sira, du hast deine Rüstung zurück. Ja. Ist nicht viel, sind nur 2 Punkte, aber dennoch. Besser als 0. So. Gucken wir mal im Rad. Ich speichere jetzt mal häufiger. Im rechten Bildschirm flimmert immer irgendwas, dann muss ich mal wieder gucken. Und dann ist das keine Ahnung was. Also, ich habe eine statische Seite hier offen. Da seid ihr ja. Ich kann es immer noch nicht fassen. Aber ihr habt mit eurer These leider recht gehabt. Es ist tatsächlich ein Attentat auf mich verübt worden. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ihr habt mir das Leben gerettet. Auf jeden Fall wartet eine großzügige Belohnung auf euch. Was war denn mit dem Attentat? Es geschah mitten in der Nacht. Ich hörte Schreie der Wachen, die ich dank eurer Warnung vor meiner Türe aufgestellt hatte. Hätte ich nicht den dicken Säbel unter meinem Kopfkissen liegen gehabt, hätte ich mich bestimmt nicht rechtzeitig zur Wehr setzen können. So waren meine Angreifer über die heftige Gegenwehr so erstaunt, dass sie die Flucht ergriffen. Sie waren vermummt und ich konnte sie nicht erkennen, aber es ist gut möglich, dass es Gart und Rico waren. Sie haben sich seit dem Vorfall übrigens auch nicht mehr blicken lassen. Das ist natürlich kein Beweis, aber das deutet schon ziemlich konkret auf einen Zusammenhang hin. Jedenfalls möchte ich mich vielmals bei euch für den Tipp bedanken. Wäre ich nicht so gut darauf vorbereitet gewesen, würde ich jetzt vielleicht nicht mehr hier stehen. Ich hoffe, dass ihr zum Dank meine Belohnung annehmt. Was für eine Belohnung? Ihr habt es euch wirklich verdient. Nehmt diesen Schlüssel und geht damit in die Schatzkammern des Rathauses. Nehmt euch alles, was ihr haben möchtet. Wow. Das ist die über die Gerüchte. Okay, das sind die Dings. Was weißt du über Perron? Perron ist sehr offen und ich weiß, woher ich bei ihm bin. Manchmal reagiert er ein bisschen übertrieben, aber das ist nicht so schlimm. Was wisst ihr über den Schlüssel? Der passt zur Schatzkammer. Die Schatzkammer werdet ihr wohl finden. Was wisst ihr zu den Unstimmigkeiten? Was erwartet ihr? Wir müssen zunächst mal für neue Ratsmitglieder sorgen, da nun ja doch fast erwiesen ist, dass Gart und Rico an der Verschwörung beteiligt waren. Momentan kann ich die wichtigsten Angelegenheiten weiterführen und wir werden uns nach neuen Ratsmitgliedern umsehen. Was wisst ihr über die Warnung? Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Habt ihr schon die Belohnung erhalten? Was wisst ihr über eigentlich dem Heiligtum? Würde ich sagen, reden wir nochmal mit dem anderen Kerle. Wo wir einmal um den Tisch drumherum müssen. Jetzt ziehen wir hier im Eck an. Skymardin, unser Rat ist inzwischen vollzählig. Was wisst ihr über das Attentat? Ich bin wirklich froh, dass ihr es verhindern konntet. Kontos, haltet euch fern von ihm. Über die Veränderung. Zunächst gibt es 2 neue Ratsmitglieder, die Gart und Rico ersetzen. Sie sind Neuerungen gegenüber aufgeschlossen. Es macht richtig Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. An dieser Stelle möchte ich mich euch nochmal für eure Mithilfe bedanken. Hätte die Heras nicht gewarnt, würde er inzwischen womöglich gar nicht mehr leben. Und ich habe etwas herausgefunden, das euch auch interessieren dürfte. Es gibt eine Verbindung zwischen Gart, Rico und Kontos. Rico hat es in einem Gespräch nur indirekt zugegeben, aber ich bin mir ganz sicher, dass es so ist. Kontos hatte durch diese Verbindung großen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte von Beloveno. So viel ist mir schon einmal klar geworden. Allerdings weiß ich noch nicht, was ihre wahren Absichten sind. Ich denke, dass sie über das Attentat auf Heras weit hinausgehen. Die Verbindung?
nicht rausgefunden, lässt doch nicht locker. Und der ist mit dem Rad funktioniert. Okay, wir haben ja schon den Verdacht gehabt, dass er da Verbündete hat. Im Rad. Und da hat er natürlich dann ziemlich aggressiv reagiert. Dann reden wir nochmal mit Karia. Ich glaube, so hieß sie. So. Die sollte ja jetzt vor Dankbarkeit überfließen. Vielleicht ist sie jetzt sogar Ratsmitglied. Schauen wir mal. Oh, da seid ihr ja. Erst einmal tausend Dank an euch. Ich bin, wie wir wohl alle, wirklich sehr froh, dass durch eure Hilfe das Schlimmste verhindert wurde. Ganz bestimmt wird euch der neue Rat dafür fürstlich belohnen. Und ich wäre sogar bereit, kostenlos... Aber was habt ihr denn? Ist euch nicht gut? Ihr seht so komisch aus. Ich glaube, das war die Aufregung der letzten Tage. Manchmal benehmt ihr euch wirklich komisch. Jedenfalls freue ich mich, dass es noch Leute wie euch gibt. Das ist wirklich ein ernst gemeintes Lob. Wir haben uns das Lob verdient. Okay, jetzt also haben wir da abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal nach der Belohnung. Belohnung in der Schatzkammer, die ja wahrscheinlich im Rathaus sein wird. Ich weiß, ich bin hin und her, aber ich kann mich hier teleportieren. So. Klingt übrigens so. Schatzkammer. Ist das in dieser Raum? Ja. Nee, das ist nicht. Das ist einfach nur ein Raum. Okay. Zeigt ihr vielleicht, wo ich hin kann? Steht nur Rathaus. Da war doch diese eine Dame, genau hier, die uns sagt, wo wir lang können. Das ist ein Klo, das wird nicht die Schatzkammer sein. Das heißt ja, die Besprechungszimmer sind an der Seite. Scammerdin. Okay. Das ist ein Entspannungsraum, wo sich jemand freut, entspannen zu können. Nein, tatsächlich finde ich nicht zur Schatzkammer. Wie peinlich. Ach, halt, hier ist ein... Ist es vielleicht dieses kleine Räumchen? Ja, das ist dieses kleine Räumchen. Ist das die Schlüssel? Nein, das ist nicht der richtige. Tom den bekommen einfach? Ja. Dann nochmal Edelsteine und Geld. Natürlich ist das zu viel. So, die Edelsteine nehme ich auch mit, die kann ich auch nochmal verkaufen. So. Weil es ist auch schon spät. Das heißt, ich sollte auch noch mal eine Nacht im Schlafhaus verbringen. So. Aber erstmal gehen wir zu unseren. Nein. Ja, tatsächlich Öffnungszeiten. So, so. Wie kann das denn sein? Öffnungszeiten für einen Händler. So, einmal schlafen. Die Händlerin sein, die auch die jetzt Edelsteine hat schon, ja. So, den haben wir woanders verkauft, scheinbar.
muss jetzt durchgehen. Einen Slot frei hat sie noch. Ich gucke aber trotzdem erstmal durch bei den anderen Händlern, wo wir schon Edelsteine veräußert haben. So, zum Beispiel hier. Genau, im Kaufen-Modus. Das war auf jeden Fall das, wo das wo der Dunkle hinkommt. Und der hier. Und dann haben wir noch den Grauen. Haben wir den hier drüben verkauft gehabt damals. Ich bin mir sicher, das ist nicht der erste graue Edelstein, den wir haben. Wenn nicht, wie gesagt. Ne, der hat tatsächlich nur Waffen. Okay. Dann ist das einfach der letzte Slot für Rüstungsschmieden. So. So. Sehr schön. Ging doch genau auf. So. Dann haben wir die Belohnung. Ich gucke nochmal, ob nach der Belohnung eventuell wir nochmal eine andere Nachricht kriegen. Ich glaube es aber nicht. Ah, ich frage mich, was passiert, wenn ich mit Tom anspreche. Also ich meine, sie bietet uns ja an, dass sie ihren Job mit uns ausführt, um es mal so auszudrücken. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Drea eine komische Vorstellung ist. Nein, das kommt tatsächlich bei jedem. Das ist tatsächlich einfach, die wollten nicht so weit gehen, dass das direkt... Wobei das Wort Hure wird ja auch direkt angesprochen, also... Sie hätten sich auch einfach höflich ablehnen können. Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Sie hätten einfach höflich ablehnen können, sagen können, danke für das Angebot, aber nein, danke. Dann gehen wir jetzt nochmal. Jetzt nehme ich an, dass das der Trigger war wieder. Das ist ein bisschen doof, dass die Story jetzt ständig hin und her springt. Weil ich natürlich schon den Endkampf im Kopf hatte. Wir gehen jetzt nochmal zu... Kaunos rüber und dann werde ich wahrscheinlich die Folge schon beenden. Bisschen länger, naja, gut, das ist. Aber wie gesagt, ich möchte nicht mitten im Endkampf. Und es ist jetzt mittlerweile auch schon 5:30. Kurz vor 5:30 und ich muss dann auch langsam mal Essen kochen. Und essen. Und Koffer packen. Für das Firmen-Event übermorgen. Da ist es hilfreich, wenn ich heute schon ein bisschen vorpacke und nicht erst nach der Arbeit morgen alles mache. So, dann gucken wir mal. Bin ich gespannt. Jetzt kann es natürlich sein, dass Gard und Rico hier sind. Das wäre natürlich lustig. Es ist eigenartig ruhig in Kaunos. Kein menschlicher Laut ist zu hören und es liegt schon fast etwas Unheimliches über dem Dorf. Vermutlich sind mittlerweile alle Einwohner beim Heiligtum versammelt, um dort gegen die Iskei zu kämpfen und das Heiligtum zu besetzen. Ist schön, dass ich jetzt hier auch rein kann und alles. Was ist denn noch? Es ist einfach niemand da. Das haben sie gut gemacht. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir nach Srimalina gehen, ich gehe schon mal so ein bisschen die Richtung, quasi, dass ich dann später weiß, wo ich lang muss. Ich hoffe zumindest, dass ich das dann irgendwie im Kopf habe. Das ist der falsche Weg. Das ist nicht der Weg. Ach, ich schreibe es mir einfach auf. Lamina Heiligtum. So, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute.
Und diesmal mache ich tatsächlich Schluss heute mit Aufnehmen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, wann ich genau wieder aufnehme. Vielleicht tatsächlich morgen, weil das ist jetzt richtig spannend und richtig interessant. Also, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, miau.